Habe ich da gerade eine fliegende 4 gesehen? Eine grüne. Egal. Alles nicht in Frage stellen, einfach weiter graben. Ja, ach so. Die fliegen von dir hier durch den Raum. Na gut. Ihr könnt schon mal ein bisschen hier das Labor zubauen. Wenigstens die Seite. Mit dem Holz, das ich habe. So. Danke dafür erstmal. Mein Holz kriegen wir auch gerade ziemlich gut rein, dadurch, dass ich von jeder Pflanze 4 Stück habe. Später, wenn wir dann Stufe 3 erreicht haben und noch bessere Pflanzen haben, zum Beispiel Maispflanze und so, dann ersetzt sich das hier alles durch die guten Pflanzen, also gute Holzbäume und so. Weil die habe ich noch nicht, die kriege ich erst auf Stufe 3. Und ja, dann machen wir langsam nach und nach hier alles zu. So, die Jungs raus hier. Du bist jetzt ein Gelehrter, das heißt, du kannst jetzt nicht mehr faul rumsitzen. So, dann musst forschen. Dafür werdet ihr immerhin bezahlt. So, wenn ihr beide Stufe 4 seid, kriegt ihr was zum Trainieren. Nämlich Expertenübungspuppen. An denen ihr trainieren dürft, bis ihr schwarz werdet. Wenn ihr dann weit genug trainiert habt, dann schicken wir euch mit euren beiden Nahkampfkumpanen nach oben, dass ihr noch mehr trainieren könnt an den Wölfen. Alle 4. Weil dann wird es Zeit, dass wir hier nach unten buddeln. I'm a dwarf in der Digi-Hole. Mäßig. Ja, ich habe schon eine Begrüßungsstatue. Ich könnte noch eine zweite bauen von dem Stein, das ich habe. Wobei die Zufriedenheit noch einigermaßen geht. Ich könnte zum Beispiel schon mal den Teil des Labors hier zu pflanzen oder hier den Boden versteinern, sozusagen. Ah, Forschungspunkt, sehr schön. Ich glaube, ich mache mal das. So, bis hier ins Wohnzimmer. Und hier unten gleich mal rum. So. Und am besten hier den Eingang auch. Ups. Nein, das war nicht geplant. So. Und so. Und hier auch noch gleich. Jawohl. Ah, da hat sich einer gedrückt. So. Nachher, wenn wir eine breite Tür haben, werde ich die hier einsetzen und die hier einreißen. Also sobald wir hier die Türenforschung haben,
Tore hier. Aber erstmal brauchen wir Plattenpanzer. Also los, Jungs, forschen. Und ich glaube, ich sollte sie doch mal wieder nach hier verfrachten, die Forschungstische. Weil hier einfach doch effektiver geforscht wird. Fürs Erste. Bis ich mal denen da einen kleinen Tisch reinbauen kann, dass sie dort auch essen können. Oder ich die Verbesserungen habe, dass Leute nicht so viel essen müssen. Weil bessere Betten gibt es ja schon mal. Ja. So, ihr zwei seid jetzt bereit fürs Militär. Dann haut mal den Lukas. George! In der Nebenhaut ist nicht so toll. Ja, das ist schon besser. Spulen wir mal etwas schneller vor. So, ihr werdet zu Speerwerfern. Ihr habt doch ein bisschen Energie. Um zu trainieren. George! Na komm, trainiert mal etwas schneller. So, jetzt porte ich euch beide mal raus, weil ihr habt jetzt Stufe 6 erreicht. Also könnt ihr mal euch kurz schlafen legen. Kurz was essen. Und dann, wenn ihr Stufe 8 überschritten habt, so wie die anderen zwei, wo ist denn der dritte eigentlich, der vierte eigentlich? Ah, hier unten. Ja, die sind kurz vor Stufe 9. Also ja. So, ausgeschlafen. Sehen ausgeschlafen aus, die Jungs. Also weiter trainieren. Du bist ja schon fast auf der nächsten Stufe. Na komm. Trainieren wir mal wieder im Schnellgang. Na wenigstens triffst du einigermaßen besser jetzt. Du bist Stufe 8 schon mal. Du mal raus, dass du alleine weiter trainieren kannst. Okay. Das war jetzt unerwartet. Wo ist mein Arbeiterzwerg? Da ist mein Arbeiterzwerg. Da sind die beiden. Oh ja, Plattenpanzer erforschen. Dann spendieren wir den beiden doch mal jedem eine kleine Trainingsfigur. So. Wenn sie die auch aufgebraucht haben, sollten sie eigentlich soweit sein. Oder sogar vorher schon.
Ja, von wegen 70 Forschungspunkte. So, du bist nämlich schon kurz vom Level ab. Das war irgendwie ein netter Bug, wie mal wieder. So. Dann kannst du auch raus hier erstmal. Oh, und wir schalten wieder auf Normalspeed. Was passiert, wenn ich die beiden verkaufe? Naja, kriege ich nochmal genug Gold raus. Das ist eigentlich fast schon Cheating, oder? Ja, so viel Gold, wie ich da noch rauskriege aus den beiden. So, Speerwerfer. Speerwerfer. Krieger, Krieger. Wölfe töten. Ja, okay. So, den haben sie hoffentlich auch gleich tot, ja. So, dann brauche ich wieder alle vier und guck mal, wo der letzte Wolf sich versteckt hat. Hier. Ah, da sind sogar noch zwei. Also, tötet sie. Auch wenn ich ungerne Wölfe töte. Aber ich sag mir einfach mal, das sind böse Hexenmeister, Magierwölfe. Die arme kleine Zwerge fressen wollen. So, jetzt der letzte noch. Den kriegt ihr vier hoffentlich auch kaputt. Wenn er dich ständig dodgt. Jawohl. Und fertig. Alle sind Level 9. Das heißt, ich könnte hier jetzt mal aufsperren. Mal speichern, sicherheitshalber. Weil es sind sicherlich nicht die Forschungspunkte gemeint, die hier aufploppen. Brauche ich 70 Stück, sondern 70 Forschungspunkte insgesamt. Und ich denke mal, da kommen wir auch ganz gut ran. Oh, Steine. Ja, warum nicht? So, Leiter. Oh, noch mehr Steine. Und nach den Steinen buddeln wir noch einmal gerade nach unten. Genau hier nämlich. Damit dürften wir direkt in das Labor eindringen können. Ihr habt das Labor gefunden. Nun seht euch vor, damit euch die Hornbeißer nicht erwischen und euch all euer metgetränktes Blut aussaugen. Was? Sie wollen unser Met stehlen? Selbst nachdem wir ihn getrunken haben? Listen to me. Die Magier haben diese Monstren durch Experimente geschaffen, bei denen sie mehrere Tiere miteinander kreuzen. This is urgent. Echt? Die können sowas machen? Das ist irgendwie beeindruckend. Never fear. I'm here. Was? Nein, der Schöpfer dieser Kreatur ist nicht sonderlich beeindruckend. Sie können wirklich ziemlich einfach ausgeschaltet werden. Die sind Stufe 20. Geh schnell weg. Und die Türe zu machen.
Da ist mal wieder irgendwo der Teleportaktivator. Vampir oder Imp oder beides? Achso, der Teleportaktivator ist natürlich unter der Bodenluke versteckt. Wie fies.